Das heutige Thema: Halo Story und Kampagne. Und los geht's! Und damit, hi liebe Fans, ich bin's, der FlashtagastHD, heute mit einem weiteren Halo 5 Commentary auf Pegasus, einer Forge Map. Und los geht's direkt mit der Story. Ihr müsst wissen, ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen, die Halo-Bücher zu lesen, beziehungsweise Schlacht und Breach, und bin jetzt schon auf Seite 160 oder so. Versuche das jetzt in den nächsten Wochen alle durchzubekommen, die ersten drei Bücher zumindest. Mal gucken, wie viel Motivation ich habe. Heute möchte ich mich auf die Kampagne, beziehungsweise Story beziehen, wie schon gesagt. Und ich fange direkt mit der Story auch an. Und zwar, was mir nicht gefällt, was mir gefällt, was ich mir wünsche. Kennt ihr doch, ne? Ich habe ein paar Notizen gemacht wieder zur Story und Storytelling und fangen wir jetzt mal direkt an. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, sind bedeutende Tode. Also dass Charaktere oder Schurken oder auch irgendwelche Leute, die bedeutend sind, sterben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, zum Beispiel. Und sterben und nicht wieder zurückkommen. Beispielsweise in Halo 4 der Didaktiker. Der fällt dann da runter und jetzt kommt ja die Spekulation auf, vielleicht auch nicht, wegen den Comics, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt die Story nur von den Spielen, dass der Didaktiker wiederkommt, weil er ja runtergestürzt ist, beziehungsweise wir haben ihn runtergeschubst mit dieser Impulsgranate, wenn ihr euch daran erinnert. Bei Cortana, die kann meinetwegen jetzt tot sein, so wie eine KI tot sein kann, aber es finde ich jetzt nicht schlimm, dass sie mit Erinnerungen weiterkommt. Es wurde ja bestätigt, dass es eine Sprechrolle gibt in Halo 5 von Cortana. Also die Erinnerung oder wie in Halo 3, das stört mich jetzt nicht. Ne? Das kann ruhig kommen. Nur, dass der Didaktiker jetzt zurückkommen könnte, das finde ich jetzt scheiße. Nicht, weil man jetzt noch, aber das offen ist und spannend ist, nämlich einfach so, weil es einfach unbedeutend ist. Also man hat jetzt in diesem Quicktime-Event jetzt die Impulsgranate reingemacht und dann fällt er runter, hat er sich jetzt wegteleportiert, bla bla bla. Das ist so wie in einer Serie, möchte nicht sagen welche, damit ich euch nicht spoiler. Da haben alle vergessen, ein kleiner Junge oder ein Jugendlicher eine Fähigkeit und die durfte keiner wissen, wie in so einem typischen Heldenfilm halt, in der Serie. Und dann haben das welche rausgefunden, die Bevölkerung, oh nein, jetzt das und das, ne? Und dann, in der nächsten Folge später, hatten sie dann alle einen Vergessensverlust, ne? Also Gedächtnisverlust. Sowas, ne? Also immer diese Umwandlung, wie alle so, ah, wie früher. Das finde ich doof. Deswegen bedeutende Tode, die sind dann endgültig tot. Oder Erinnerungen von Cortana. Vermute ich ein Halo 5, das finde ich jetzt auch ganz gut. Nicht nur, weil es Cortana ist, einfach weil es auch Erinnerungen passen. Solange da nicht so komplett zurück sind, ist ja alles gut. Und ich habe gerade auch schon die Quick-Time-Events angesprochen. Die wünsche ich mir auch nicht mehr. Also die, weil man hat irgendwie das Gefühl, man hat es nicht mehr selbst in der Hand. Also zum Beispiel, man drückt jetzt einfach nur B, damit man jetzt die Impulsgranate reinstößt oder irgendwie sowas. Oder in Halo 4 wurde es damit eingeführt, dass man da die, weil bei Fallout Unto Dawn da hochklettert und so, dann man hat nichts in der Hand, man drückt einfach nach oben, ist es irgendwie langweilig. Natürlich sieht es gut aus, aber irgendwie war das auch zu viel. Was ich mir lieber wünsche, sind Bosskämpfe, wo man dann frei gucken muss, wie kann ich ihn töten. Beispielsweise, wo man in Halo 2 Tartarus töten musste. Musste man gucken, wann sind die Schilde da, wann nicht, wie mache ich das alles mit der Strategie und so. Selbst was herausfinden. Oder den Propheten des Bedauerns, auch in Halo 2. So, man sieht schon Halo 2 voll mit Bosskämpfen. Nein. Und oder wie auch, was aber nur ein kleiner Bosskampf war, auch ziemlich leicht, ist 3x3 Guilty Spark in Halo 3. Einfach sowas, so bedeutende Kämpfe. Und ich glaube, ich vermute es auch, dass es zurückkommt, weil jetzt haben sie ja schon Bosskämpfe in Warzone gesagt. Vielleicht machen sie jetzt noch bedeutendere in der Kampagne, dass sie das dann eingesehen haben, beziehungsweise sagen, ach, da wollen wir zurückkommen zu diesen bedeutenden Kämpfen, wo man sagt, boah, jetzt habe ich den umgebracht, wie zum Beispiel den Propheten des Bedauerns. Wow. Ne? Man muss eigentlich sagen, Halo 3 sind eigentlich ziemlich viele gestorben. Wahrscheinlich, weil es auch das Ende der Trilogie war, wie zum Beispiel Propheten des Bedauerns, der Wahrheit und so weiter, ne? Und was haben wir dann noch? Genau. Was ich dann auch noch schön finde, es müssen ja nicht unbedingt
Bosskämpfe sein, wo jetzt immer bedeutende Personen sterben. Irgendwann mal sind sie alle weg. Nämlich, und natürlich müssen sie auch vorher eingeführt sein, dann sind sie ja nicht so bedeutend. Nämlich, man muss ja nicht unbedingt eine Person töten. Auch Fahrzeuge sind ganz okay für mich. Wie zum Beispiel Halo 2, Halo 3, die Scarabs, ne? Das war cool, oder? So ein Scarab zu besteigen und dann da das kaputt zu machen. Oder Halo 3 oder ST war auch dabei. Genau, das war cool. Das hat mir Spaß gemacht. Wo man dann auch eine Strategie entwickeln musste. In Halo 2 zum Beispiel war man auf dieser Brücke. Beziehungsweise, ja, da lagen ja mehrere Waffen. Was nehme ich jetzt, Bazooka oder so? Oder gehe ich jetzt einfach rein und mache das Ding platt? Wie mache ich das Ganze? Oder in Halo 3, da kam ja die ganz oft vor. Ich glaube, über 3 Stück oder insgesamt 3. Ja genau, einmal 2 hintereinander mit einem Hornet. Wie mache ich das Ganze? Schieße ich die Beine weg, damit er runtergeht und so. Das fand ich total cool. In Halo 4 gab es das auch mit diesen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Lynch heißt der. Dieses Shuttle, was man da machen musste, aber irgendwie, naja, es war ganz lustig, dass es da rumflog, so eine Route. Aber irgendwie war das nichts Spektakuläres. Wie auch die Explosionen in der Halo 4 Kampagne, die sahen im Vergleich zu den anderen Explosionen wie in Halo 2 oder Halo 2 in Anniversary jetzt ganz speziell ziemlich mies aus, wie man die Phantoms da... Okay, die Phantoms konnte man auch kaputt machen, ne? Halo 2, speziell in Halo 2 mit dem Mantis und so. Aber die Explosionen sahen sehr mickrig aus, sag ich jetzt mal. Ne? Und was mir noch wichtig ist in der Kampagne, oder auf vielen von euch, sind verschiedene Aufgaben. Jetzt nicht so wie in Spartan Ops, das ist jetzt ganz wahr, drücke den Knopf, oder auch in der Halo 4 Kampagne, drücke den Knopf und den. Oh, das war ein bisschen langweilig. Haben auch viele schon gesagt, mit denen ich geredet habe, nämlich auch wichtig, verschiedene Aufgaben. Halo 2 war da gut, da musste man Sachen eskortieren, da musste man, ja, Leute töten, zum Beispiel die Bosskämpfe, auch eine Aufgabe, ne? Irgendwie verschiedene Sachen, wir sollen mal kreativ sein und nicht immer drücke den Knopf, wie in Halo 2 Blutsväter-Mission, wo dann die 2 Türme waren, die identisch aussahen. Und genau das wünsche ich mir auch nicht. Identische Sachen, einfach wo dann Copy-Paste geklickt wurde, wie auch speziell, wo in der Anfangs Halos wie Halo CE, was ich momentan auch spiele und das, da komme ich irgendwie nicht weiter und ich bin da schon stundenlang dran, um da fertig zu kriegen. Aber irgendwie sieht das ziemlich viel immer gleich aus und das finde ich ziemlich schade, weil das auch ein bisschen langweilig ist. Was ich aber sagen muss, in Halo CE habe ich irgendwie, ich will nicht sagen, eine bessere Ausdauer als in Halo 4 auf Legendär, auch wenn Halo 4 jetzt ein bisschen leichter sein soll, ne? Weil in Halo C habe ich irgendwie eine gute Ausdauer, finde ich. Bin da jetzt schon stundenlang dran, aber es macht auch Spaß. Du ist es nicht, auch wenn die jetzt nicht so schön ist, ne? Genau, kein Copy-Paste. Und was ich dann jetzt noch vermute, ist jetzt die Struktur, natürlich, oder beziehungsweise keine Vermutung. Es ist offensichtlich, dass man einmal Team Blue spielt, verschiedene Charaktere vielleicht, und dann Team Osiris mit Spartan Locke neu, ne? Und neuen bekannten Leuten wie Bug aus Halo 3 ODST, da finde ich ja ganz gut, ne? Und halt das ganze Blue Team, das kennt man ja auch. Wenn man die Bücher gelesen hat, wie ich es jetzt auch tue, bald, ne? Bald habe ich hier das perfekte Wissen. Jedenfalls, was ich vermute, ist, dass man immer eine Mission hat, wo Team Blue und dann Team Osiris fallen. Ja, das vermute ich einfach mal so. Ist in einem Video, ich weiß nicht, Sorbus hieß der, glaube ich, der YouTuber, da hat einer gesagt, vielleicht ist es so wie in anderen Kampagnen, ich sage jetzt einen anderen Vergleich, weil ich den anderen nicht mehr kenne, wie zum Beispiel in Schlacht um Mittelerde, dass man eine Kampagne von Team Blue hat und eine Kampagne von Team Osiris und zum Schluss dann eine Kampagne, wo alles zusammenführt, aber das glaube ich nicht, weil es ist ja eher eine Verfolgung, da ist es eher abwechselnd, beziehungsweise so etappenweise irgendwie ein bisschen schlauer, weil es ja eine Verfolgung ist. Die jagen ja den Master Chief, ne? Ja, das war dann so alles zu meiner Kampagne, das hat sich Black Bull gewünscht auf der Xbox, ne? Er hat mal gesagt, mach mal mehr Videos. Und wenn man einem YouTuber sagt, mach mal mehr Videos, dann bringt das nichts. Dann habe ich gesagt, mach doch mal einen Themenvorschlag. Er hat gesagt, mehr über die Story und Kampagne so. Und jetzt seid ihr dran. Wir machen wieder wie bei den Träumen. Ihr könnt was in die Kommentare schreiben. Am besten immer so 2-3 Sätze, nicht zu lang, damit auch jeder drankommt und damit es auch dynamischer ist. Ihr könnt auch gucken, was die anderen schon geschrieben haben. Da muss man es nicht doppelt schreiben. Und dann stelle ich die wieder in einem Video vor. Also jetzt ein Aufruf. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr über die Kampagne? Wie wird sie sein von der Story her? Was wünscht ihr euch? Was war noch nicht so gut? Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss. Und jetzt noch die Statistiken, aber ich würde noch eben abraten. Und auf Wiedersehen. Tschüss.